Herzlich willkommen zum BKW Energietalk. Wir holen hier den Patrick Küng ab. Hoi Peter, grüezi. Salut. Willkommen da. Ja, im energetischen Auto. Ich würde gerne ein paar Fragen stellen mit so zwei Antwortmöglichkeiten und du kannst dich dann für die eine von den zwei Antwortmöglichkeiten entscheiden. Ja, gut. Klingt gut, ja, oder? Ja, mal schauen. Bist du gespannt? Ja, jetzt. Ja. Die erste Frage ist... Sechs habe ich noch. Ah, okay. Golfen oder Sechseln? Wenn wir schon dabei sind. Ja, schon eher Sechseln. Mit wem? Mit wem? Ja. Also ist etwas Fixes im Tun? Also einfach so wie es ist? Immer die gleiche, ja. Ja, ja. Immer die gleiche? Ja, ja, darfst du nicht wechseln. Ja. Mm-mm. Ja. Ja. Wie du meinst. Und da bist du zufrieden? Sehr zufrieden, gerade jetzt, ja. Und dort bist du zuoberst auf dem Podest bei ihr, offensichtlich. Ja, ich denke schon. Also ich meine... Ja, sie hat ja Lotto-Sechser mit mir fast nicht. Ja, ja, dann würde ich das total klar. Also ich meine, da ist eine tiefere Entspannung. Ja. Angesagt? Nein, ich habe glaub, mal so gesagt, bei der Sendung da mit der Frau von Glanz und Gloria, Anina Frey, weißt du? Ja, Anina Frey von Glanz und Gloria. Ja, die hat so heisse Fotos gepostet. Jetzt rapportieren wir über Patrick Küngs Training und Weihnachtsdusch, über den Beat Freuds, ob er mit dem Hügel in der Dusche steht und ob wir den Wachsauge auf den Nägel brauchen. Du meinst die? Ja, ja, die haben eine heisse Fotos gepostet. Okay, ja. Aber? Ja, dann ist es gleich nichts geworden. Also. Wieso nicht? Ja, weil ich halt dann mich schon, mein Herz schon vergeben habe. Oh je. Yeah. Ja. Ja. Maniküre oder Pediküre? Also ich habe, weil ich viel in der Skischuhe bin und so, habe ich jetzt in Thailand, mache ich dann immer auch das ganze Programm. Was heisst das? Also Skiwachsen mit Happy Ending? Ohne Happy Ending. Prima, ja. Ich glaube, wir sind ready, um ein bisschen WM-Feeling einzuläuten. Wenn wir Schwein haben, können wir so ein Maskottchen ins Auto packen. Okay. Da gibt es den anderen. Der Moritz, das Maskottchen, ja, der Ski-WM. Er hat sich verirrt. Er hat sich verirrt. Hallo Moritz. Salut. Wir dürfen bildlich dokumentieren. Mal schauen, da. Was hat er? Oh! 1, 2, 3, alle drauf. 1, 2, 3. Top. Und wir hauen jetzt richtig Training. Ciao. Tschüss, Moritz! Zum Finalmente. Tipptopp! Ja. Was finde ich immer cool? Bei den Speed-Disziplinen ist du oben im Starthäuschen. Und nachher siehst du das mentale Durchgehen vom Rennen. Wenn du jetzt das willst machen, wenn du würdest jetzt das machen, könnte ich anhand von, was du für Zeichen machst, das Rennen erraten. Meinst du? Ja. Piep! 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 Eins, zwei. Wasch! Oh! Das sieht gar nicht gut aus. Links, ne? Ganz tief. In Kompression, wie der Russi würde sagen. Nachher ist er auf Trance, das hat er LSD genommen. Nachher geht es langsam gegen rechts. Das sieht nach vielen Gleitpassagen aus. Genau. Am Anfang ist es vorher abgegangen. Am Anfang? Ah, ja, ja. Ich meine, also, am Anfang ist doch das Streif gewesen. Ja, genau! Ja! Ja, gut, das hat mir jeden erhalten. Ja, ich sag! Ja! Immer schön auf dem Muffenschein. Genau. Wenn jetzt nicht nur das Steuerrad vorhalten, sondern das Telefon, weil es ist so die prominenteste Frauennummer, die du drin hast. Ja, mein Telefon? Ja. Komm jetzt nicht mit der Vreni Schneider. Vreni Schneider habe ich aber. Ja. Ja, die schreibt mir immer, wenn ich gut gefahren bin. Das freut mich, habe ich gesehen. Nur wenn du gut gefahren bist? Ja, einfach, wenn ich mich verletzt habe oder wenn ihnen etwas passiert ist, hat sie mir immer an mich gedacht. Ja, das ist eine gute. Ja, nein, ich finde sie auch wirklich. Das war mein Vorbild früher. Ja, ist Vreni Schneider, ja. Schau mal da, zufälligerweise haben sie da so ein Zettel drin. Du ziehst jetzt hier sozusagen deine Rangordnung, wo du gefahren bist. Wir machen das Interview. Schau, vielleicht wird es etwas Gutes. Was hast du für einen Rang beleidigt? Ah, scheiße. Ja, der dritte. Oh, der dritte. Ja. Wir heben schnell die Kamera. Ja. Herr Küng ist auf den dritten Rang gefahren. Grosse Medaille, da kommen wir gute Prämien über von BKW. Okay. Patrick Küng, der dritte Rang da. Weltmeisterschaft, St. Moritz, Abfahrt, sind Sie zufrieden? Hätte es nicht Gold können sein?
Ja, Gold habe ich schon. Darum habe ich gedacht, nehme ich die Bronze nie. Und ja, letztes Mal hat der Feuz die Bronze nicht gehabt, jetzt als ich. Und vielleicht ist ja der Feuz, hat er das Eis gezogen gehabt. Was hat er gezogen gehabt? Der Feuz hat tatsächlich das Eis gezogen gehabt. Ja. ich finde, wir müssen eigentlich den Rang noch ein bisschen feiern, oder? Ja. Mit adäquater Musik, finde ich. Wir fahren doch da mal links hin. Haben wir das Dachfenster öffnen? Das ist auch nicht fertig. Bist du bereit? Ja. Ich weiss, wo dein Auto steht. Hey Peter, grossartig. Danke vielmals. Ja, hat mich gefreut. Grossartig. Ich wünsche dir uhuere, toi 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 die ganze Saison. Merci. Vor allem Verletzungsfreiheit. Ja, das ist das Wichtigste. Wettkampfglück. Und ich glaube, also mit der Entspanntheit, die du hast, in der WM starten, was auch immer passiert, das kann ich noch gut kommen. Ja, schauen wir mal. Nein, jetzt lassen wir dich hier wieder auf die Piste. Ja, hey. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Anders mal. Grazie. Dankeschön. Ich danke ganz herzlich. Merci vielmals. Ciao. Schöne, mach's gut. Toi. Tschüss, ciao.